Hallihallo, moin und willkommen zurück hier. Nordfriesischer Marsch ist wieder am Start. 6 Uhr morgens hier auf dem Spielstand. Ja, hier habe ich gerade den Seher losgeschickt, der hier auf der 7 und nachher auch auf dem, ich weiß nicht, welche Nummer das Feld hat. Auf jeden Fall müssen wir da. Na, wie heißt das? Das Zeug halt ansehen. Zuckerrüben. Zuckerrüben heißt das. So, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um Produktion und wir müssen uns um Geldbeschaffung kümmern. Das ist ganz wichtig. So, das heißt, wir holen hier erstmal einmal kurz nochmal Gülle ab. Bringen die zum Separator und da werden wir gleich Abwasser mitnehmen und das zum Klärwerk bringen. Beziehungsweise das könnten wir eigentlich dann machen lassen. Separator zur Klärwerk. Klärwerk, Abwasser, Abwasser. So, dann ist das schon mal klar. Dann müssen wir überlegen, wo wir weitermachen. Ja, wie gesagt, Diesel können wir kein einkaufen, weil kein Geld da ist. 150.000 Miese auf dem Konto. Ich weiß gar nicht, hatten wir eigentlich für die Mehlfabrik einen Kredit aufgenommen? Ja, hatten wir. Gut, da müssen wir es dann. Ach nee, Kredit null. Nee, das ist ja der Kontostand. Aber gut, also da hätten wir immer noch ein bisschen Spielraum, aber wenn es nicht Not tut, will ich den Kredit halt auch nicht anpacken. So. Na, hallo. Mauszeiger. Genau, der kann loslegen. Wir suchen den da. Steine. Weil Steine voll sind. Dann geht das gleich einmal rüber zum Kalkwerk, wobei ich vermute, dass wir da auch nicht mehr viel reinbekommen werden. Kalk, 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 Kalkwerk. Steine. Naja, zwei Anhänger voll. Naja, besser als nichts. Ja, da kommen die Muscheln, die letzten. Das heißt, mit dem können wir dann auch andere Sachen gleich beackern. Wir könnten zum Beispiel mit dem den Kompost rüberbringen in die Düngeherstellung. Das ist ja so ein Punkt, der offen ist. Genau. Das werden wir da machen. Und wir sollten auf jeden Fall dann auch mal schauen, ob wir nicht Missionen haben. Dass wir ein bisschen so noch Geld verdienen können. Oh, bremsen. So, dann fährst du mir nämlich jetzt einfach zum Fermenter. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Ja,
und während der ablädt, können wir mal schauen, ob wir irgendwo, ja, guck mal, März, 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 März. Da ist im März ja Flüssigdünger. Guck mal, Flüssigdünger können wir verkaufen. Kalk ist Toppreis. Herbizid, na gut, Herbizid werden wir nicht verkaufen. Siliermittel auf jeden Fall. Auch die, ja, wir können auch Steine verkaufen. Steine, Erde, Kies, Sand, alles gute Preise. Ja gut, dann wissen wir, was wir machen werden. Wir werden mit dem gleich nach dieser Runde einmal Steine verkaufen fahren. Oder verfahren lassen. Müssen wir nur noch gucken, wo die hin müssen. Dann können wir das einmal machen. Hier ist so laut. Steine, Steine, Steine am Hafen. Wo auch sonst. Verkaufsstelle, Hafen. So, hoffentlich ist der Krach bald vorbei hier. So, komm weg hier. Ei, das ist vielleicht laut hier, das hier komische Kieswerk hier. So, der Axion ist da. Perfekt. Da können wir gleich da weitermachen. Ja, und dann ist sehr viel Diesel, Diesel, Diesel. Aber das geht nicht, das geht nicht. Ohne Geld geht da gar nichts. Ja, dann werden wir anfangen müssen, die Produktion wieder abzugrasen. Eine nach der anderen. So, der kann losmachen. Das heißt, wir steigen hier ein. Ja, ich weiß, dass du tanken musst. Fahren einfach mal hier rum. Der Baum steht ein bisschen ungünstig hier. Und die Hütte auch. Ja, wären wir andersrum gefahren, wäre es, glaube ich, doch einfacher gewesen. Aber egal. So, was haben wir denn hier an Kompost? Oh Gott. Wartung, Kompost, ja, 180.000. Da werden wir auch zwei Wegen drüben reinkippen. Ja, Futterfabrik, Mineralfutter. Ich werde jetzt einfach schon mal die Mineralfutterproduktion anschalten. Wo war das? Wo ist das denn? Ach hier. So, das machen wir an. Dann kann gleich mal noch ein bisschen mehr hier auf die Liste drauf kommen. Ja, Kleie und Hefe brauchen wir. Ja,
aber wie gestern schon gesagt, wenn erstmal dann eben das eigene Mineralfutter dann auch problemlos läuft, dann bin ich hier richtig zufrieden. Ja gut, wir könnten rein theoretisch gleich mal in den Palettenwagen springen und zum einen zum Labor fahren, Hefe holen. Ja, und na klar, Destilliermittel auch, was da rumsteht. Und bei der Bäckerei, bei der Bäckerei, bei der Mühle vorbeifahren. Und das andere Zeug holen. Kleier. So, haben wir hier. Europaletten ist eingestellt. Oh, hier sind es noch Quaderballen. Auch Europaletten. Weil wenn wir jetzt erstmal nur. Ja gut, das Mehl können wir auch mitnehmen. Aber wichtig ist halt die Kleie. Dann könnten wir die Mineralfutterproduktion loslegen lassen. Ja, das werden wir auch machen. Warte mal, dann machen wir hier schon mal bei der Mehlgeschichte. Wo war das? Wo war das wieder? Mehl. Auslagern, 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 auslagern. Alles raus hier. So, du bist immer noch am Roggenfahren. Sehr gut. Mach weiter so. Doch, das müssten wir eigentlich noch schaffen. Ich habe gerade mal so auf die Uhr geguckt. Es ist ja von hier nicht weit da hoch. Gucken wir mal. Oh ja, da stehen Paletten. Ja, 10.000 Kleier. Besser als nix. So, dann holen wir jetzt noch die Hefe einmal. Nehmen dann da klar auch gleich, was an Zucker da ist, noch mit. Aber dann fahren wir trotz allem erstmal zur Dings rüber. Zur Futterfabrik. Weil das würde ich gerne heute noch so als abgehakt ansehen wollen. Dass wir Mineralfutter selbst bauen, brauen, mixen, mixen. Ich glaube, das mixt man. Herstellen. Ja, herstellen ist, glaube ich, das Beste. So. Jetzt fahren wir erstmal hier ran. Bisschen schräg da vorne drauf. Warte mal, das machen wir noch mal schön hier. Naja, fast. Ja, jetzt haben wir hier einen schönen Mix drauf, muss ich sagen. Aber wir machen das mal kurz hier so. Wir brauchen hier mal kurz die Power an. Achso, deswegen sind die nicht rein, weil die in der Luft geschwebt sind. So, komm, drei Paletten noch. So, Abfahrt. Zum Futtermischer.
So, ja, 4 Minuten, 4,5 müsste man aber hinbekommen, oder? So. Hallo. Keine Zeit zum Plauschen heute, ich hab's eilig. Und rein theoretisch müssten wir ja auch das Zuckerrohr auf dem zweiten Feld ansehen können. Weil Zuckerrohr und Zuckerrüben sind ja, glaube ich, immer zeitgleich dran. Da müssten wir dann auch mal schauen, langsam um die Kurve. Ja, das wäre gut. Dann müssen wir dann trotz allem mal noch einen Blick auf die Felder werfen. Ich denke mal, dass wir das eine oder andere Feld noch düngen müssen. Missionen. Missionen waren auch noch so ein Punkt, um den wir uns auf jeden Fall kümmern müssen. Ja, und irgendwie verkaufen. Damit wir Diesel kaufen können. Ja gut, jetzt kommt gerade ein bisschen Geld rein. Das sind Steineverkauf, aber das sind halt so Peanuts. Das sind wirklich Peanuts, was da jetzt weggeht. 6.000 Euro. Puh. Das ist halt gar nichts. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hinbekommen. Ja, guck mal, haben wir doch problemlos in der Zeit geschafft. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier rausgenommen wird oder ob wir es abladen müssen. Ja, Hefe wird weniger. Kleie irgendwie nicht. Aber Kleier müssten wir doch auch vorne drauf haben. Oder hat die Kleie wieder irgendeinen anderen Triggerpunkt? Das kannst du na klar auch haben. Ja, wir warten mal, bis die Hefe oder warten mal, wir machen das anders. Wir fahren jetzt einmal hier runter. Und laden das einmal hier ab. So, dann machen wir den ein bisschen zurück. So. Ja, Roggenmehl wird hier nicht angenommen, das ist mir schon klar. So, Kleie. Ja, guck mal, jetzt wird auch Kleie angenommen. Ist sehr gut. Tja, dann würde ich sagen, mit diesem Bildchen hier verabschiede ich mich dann erst einmal wieder von euch und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wie immer, jeden Tag einmal hier NF Marsch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und damit sage ich Tschüss und Ciao.